Weil wir vorher gerade beim Outlaw waren, wir treffen dich ja hier gerade bei einem Fotoshooting für ein ziemlich geiles Bike, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe mich umgehört, das Ding heißt CCW, kommt aus Cleveland, wird dort gebaut und hergestellt und soll nun in Österreich Fuß fassen. Bist du ein Biker? Ja, ich muss zugeben, ich will jetzt nicht Werbung für andere Marken machen. Sagen wir so, zwei Zylinder haben immer schon in meiner Brust geschlagen. Zwei italienische Zylinder. Allerdings war die Haltung damals ein wenig anders. Also das heißt, ich bin doch ein bisschen so racemäßig auf einer Maschine gesessen und mittlerweile, glaube ich, bin ich in einem Alter, wo ich mir auf Job umsteigen werde. Also ich habe es wirklich definitiv vor. Weil als 20-Jähriger schaust du einfach peinlich aus auf so einem Ding. Nur jetzt mit 35 kommt es authentisch rüber. Das Bike, für das ich heute ein Fotoshooting mache, ist jetzt natürlich kein echtes Vintage-Bike, sondern eine Replika, also es ist jetzt kein Original aus den 20ern. Schaut aber so aus. Und ich muss sagen, vortrefflich kopiert, so wie zum Beispiel den Starrrahmen. Ja. Das Einzige, was hier gefedert ist, ist einfach nur mein Sattel und nicht die Hinterachse. Und ist das nicht ein bisschen unbequem? Nein, es ist eine unglaublich gute Lage von dem Bike. Und Fahrverhalten, du bist ja jetzt auch schon, wie wir vorher gerade gefilmt haben, auch ein bisschen gefahren damit. Was sagst du dazu? Wie fährt sich das Teil? Ja, tolle Kurvenlage. Es ist ein unglaubliches Gefühl, einfach von Freiheit. 125er Version auch. Das ist doch ganz was Tolles, vor allem bei uns in Österreich. Ja, das ist richtig, weil damit wird vielen Menschen ein Zugang zum Biken gewährt, die ihn sonst nicht hätten. Ein B-Führerscheinbesitzer könnte mit einer eintägigen Schulung die Berechtigung erwerben für eine 125er und könnte dann damit cruisen. Ja, das ist natürlich toll. Das ist sehr spitze. Hans-Christian, vielen Dank für das Interview. Wir wünschen dir noch viel Glück bei deinem Shooting und hoffen, wir sehen dich bald wieder mal. Ich danke dir.